Hallo Freunde, ich habe mal wieder ein Paket bekommen, oder was heißt Paket aus China, die schicken ja solche Tüten und möchte euch natürlich gleich mal zeigen, was da alles so drin ist. Ich konnte mal wieder nicht widerstehen und habe mir doch noch ein bisschen Diamond Painting bestellt, aber das habe ich schon vor einer ganzen Weile gemacht, bevor ich das große Bild gemacht habe überhaupt, hatte ich mir das schon mal ausgesucht hier und jetzt ist es angekommen hier. Das ist so eine lange... Ja, so ein langes Teil, eine lange Bordüre, die kann man sich aber zuschneiden, wie man das haben möchte. Kann man jetzt an eine Tür kleben oder was auch immer. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte das für Kerzen haben, für Weihnachtskerzen. Ich werde das zuschneiden und dann belegen und dann, also erstmal gucken, wie groß die Kerze ist, was ich für einen Umfang brauche und danach dann immer die Teile legen. Also ich fand es eine coole Sache, dass du da so Weihnachtsdeko mitmachen kannst. Ist ja auch Weihnachtsbordüre. Und da sind natürlich wieder die Steinchen und alles mit dabei, was man braucht. Und das sind vor allem solche richtigen Glitzersteinchen, diese Strasssteinchen, wie man immer gesagt hat. Ich habe mir davon zwei verschiedene ausgesucht. Das ist jetzt hier eine andere Bordüre. Konnte mich ja nicht entscheiden. Da gibt es, glaube ich, 8 verschiedene. Die sind immer so 2 Meter, glaube ich, lang. Aber ich finde es cool, ist mal was anderes, mal so ein langes Teil zu machen. Dann habe ich mir noch ein Set bestellt, sowas ähnliches, ja, so eine Art gab es bei QVC, natürlich viel teurer. Da habe ich mir gedacht, ja, das bestelle ich mir hier. Das ist so ein Aufstelldingens, musste hier schön mit Steinchen belegen, von beiden Seiten belegen und dann kannst du das hier in so ein Teil rein machen. Jetzt wird hier noch so ein Das kommt hier dazwischen geklebt. Genau. Und dann kannst du das, ja, jetzt muss ich selber erstmal überlegen, und dann kannst du das hier so reinstecken und hinstellen. Fand ich ganz niedlich. Ja, das sieht doch richtig gut aus. Für den Tisch so zum Hinstellen oder von mir aus auch auf den Schrank, das sieht cool aus. Ja. Für den Tisch ist es cool, weil das eben von beiden Seiten ist. Ja. Fand ich super. Und da ist auch noch so eine, Plexiglasplatte mit, die man damit zwischen machen kann und dann ist das komplett, kann man aber auch offen lassen, also muss man gucken. Und weil natürlich immer wieder Steinchen überbleiben und immer wieder in einer anderen Farbe als die, die man eigentlich schon hat in so einer Dose, braucht man immer wieder neue Dosen und dann habe ich mir hier so ein ganzes Teil mitbestellt, wo man wieder, hab das 150.000, wie viel sind denn das hier? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 56 Döschen hat, wo man Platz hat, wieder um die ganzen Reste zu verstauen. In Tüten finde ich es immer doof und dann lieber in so eine kleine Döschen. War jetzt nur mal ein kleines Päckchen, was ich bekommen habe. Aber man muss das ja auch erstmal wieder alles verarbeiten. Ich muss mich da wieder hinsetzen und das legen. Und das werden wir euch natürlich zeigen, was wir damit machen. Also bleibt neugierig, schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und tollsten Sachen, die wir finden oder machen.